Schlafzimmer, dein Ort der Entspannung zum Runterkommen. Wusstest du eigentlich, dass du circa ein Drittel deines Lebens im Schlafzimmer verbringst? Deswegen, neues Jahr, neues Schlafglück, zeige ich dir zwei Makeover-Ideen, wie du einen frischen Look hier reinbringst, denn bisher herrscht hier noch gähnende Leere. Deswegen, Deko-Action, let's go! Bei unserer ersten Dekoreise greifen wir gleich die Trendfarbe des Jahres 2024 auf, und zwar von Pantone. Color of the Year ist Peach Fuzz. Das ist ein strahlender, freundlicher, sympathischer Orangeton mit Rosé-Tönen integriert. Das versprüht einfach positive Vibes. Die wiederholen sich jetzt bei dem großen Kopfkissen. Und ich würde sagen, es geht gleich weiter. Auf der anderen Seite, ich liebe eine Kissenparade. Das sorgt nämlich für die Extraportion Gemütlichkeit. Gib jetzt die Bettdecke hier unten drin. Wir haben jetzt nur Spannbetttuch mal weggelassen. Und ich habe schon angesprochen, ich bin ein Riesenfan von vielen Kissen, weil da ist einfach mehr ist mehr. Deswegen hole ich jetzt noch weitere Kissen mit dazu. Pure Lässigkeit kommt jetzt mit einer zusätzlichen Kuscheldecke, die ich einfach hier frei aus der Kreativität hier so drüber lege, mit den Fransen nochmal das Verspielte aufgreift, vom Muster und noch zusätzliche Kissen einfach mit dazulegen. Jetzt haben wir natürlich die perfekte Beleuchtung, gerade am Abend, wenn du gerne liest oder Fernseh schaust, für dein Nachtkästchen. Ich habe hier nochmal das Silber, versilberte Optik aufgegriffen, dass es zusätzlich nochmal strahlt, links und rechts. Und du siehst, Step by Step entsteht jetzt pure Gemütlichkeit. Die Lichtstimmung unterstreichen wir nochmal mit dem schönen Schein mit den Elambias und Coffee Table Books, die du wunderbar so auf die Ankleidebank oder auf der Kommode platzierst. Und ein Stück Natur kommt jetzt ins Spiel, und zwar mit Trockenblumen in kleinen Väschen mit dazu arrangieren. Und du siehst, wir greifen komplett diesen Pfirsichton von der Farbwelt überall auf, damit es ein einheitliches Gesamtbild gibt. Apropos Farbe, jetzt kommen gleich nochmal in derselben Tonalität Blumen mit dazu. In dem Fall künstliche. Die Blumen schön hintrapieren. Hier nochmal ein Wohlfühlkissen auf dem Sessel. Nimm nochmal hier wunderbar den Boho-Style mit auf. Und jetzt sehe ich schon, oh, in der Vitrine, die du bestimmt auch bei dir im Schlafzimmer hast, da ist noch ein bisschen Fahrt. Da sorgen wir jetzt auch für Lebendigkeit, und zwar mit Elambia-Kerzen und Immergrün. Stelle ich jetzt einfach nur mit rein. Hier oben hin. Grün belebt das Ganze noch mal so wunderbar. Dann die Kerzen in Betonoptik, erdendes. Gerade mit Bettwäsche kannst du so schön spielen, weil es der schnellste Tapetenwechsel überhaupt ist. Und ich meine, dieser entspannte Look sorgt für mediterranes Urlaubsfeeling pur. Und jetzt zeige ich euch Look 2. Wie wär's mit Hotelzimmerfeeling? Dabei hast du sicherlich an weiße Bettwäsche gedacht. Hier mal schwarz. Und bei schwarz denken viele, oh, die ist trist. Die ist fad, die ist traurig. Ja, von wegen, wie unglaublich elegant und vornehm schwarz zu tragen kommt. Vor allem sorgt sie rein visuell betrachtet für Tiefe, weil die meisten Schlafzimmer sind ja kleiner. Und mein Lifestyle-Tipp von meiner Seite für dich ist, arbeite gerne mit Texturen, denn die machen es cozy, wie hier die Kunstfälle in Kombination mit Black. Um den kosmopolitischen Flair hier zu transportieren, habe ich einfach mit Bildern aus New York gearbeitet. New York, die Stadt, die niemals schläft. Auch gerne wieder mit Coffee Table Books, mit Duftkerzen, die schön entspannend wirken. Dann hier ein Tablett, zum Beispiel mit Wasser, gleich nach der Früh, nach dem Aufstehen, einen Schluck Wasser trinken. Elambias mit dazu und Sukkulenten als Zimmerpflanzen, die sorgen nochmal für einen frischen Kick. Zwei Styles, zwei komplett unterschiedliche Feelings. Damit hast du gesehen, wie du im Handumdrehen dein Schlafzimmer in einem komplett anderen Glanze erstrahlen lassen kannst. Und mit diesen Ideen wünsche ich dir viel Spaß beim Nachdekorieren und süße Träume. Jetzt bin ich total gespannt. Was hat dir besser gefallen?
Stil 1 oder Stil 2? Einfach kommentieren, ein Like dalassen und auf unseren QVC YouTube-Kanal einfach mal durchstöbern, was meine lieben Kolleginnen alles Schönes parat haben. Viel Spaß!